ist gut. Ja, okay. Ja, herzlich willkommen zu unserer Kurzzusammenfassung unserer Learning Community heute Nachmittag. Ich habe meine Teilnehmerinnen in drei Gruppen geteilt, habe allen drei Gruppen etwas zum Überlegen gegeben, was so im Grenzbereich zwischen Medizin, ich gebe eine Dosis eines Trainings und versuche dann anhand des Monitorings zu erfassen, ob meine Dosis eine sinnvolle gewesen ist oder vielleicht eine Überdosis an Training gegeben wurde oder vielleicht auch eine nicht wirksame Dosis. Und hier habe ich dann den Gruppen den Start gegeben, dass sie sich entweder über diese Grafiken hermachen mussten, dass sie eine Gleichung lösen konnten, Training, Monitoring, Trainingsziel oder Arzneimitteltherapie, Monitoring, Behandlungsziel und auf der anderen Seite darauf gestoßen habe, dass möglicherweise aus genetischer Sicht jeder der Athletinnen und Athleten so unterschiedlich ist, dass vielleicht ein Monitoring nur von Variablen des Trainings, das heißt Umfang, Intensität und ähnliches, vielleicht nicht immer ausreichend ist in jedem Individuum. Und wir haben dann sehr spannend diskutiert, es kamen tolle Ideen, Beispiele aus den Sportarten und sind dann zusammengekommen, um nochmal die Thesen wirkungsfest zu machen und haben uns unter dem Motto Reduzieren ist das neue Maximieren verständigt, dass das Monitoring weniger, wichtiger und gut verständlicher Variablen, Parameter, so wie die Ruheherzfrequenz, vielleicht auch Herzfrequenzvariabilität, psychologische Testsysteme, verbildlichte Testsysteme wie Smiley-Skalen und ähnliches, wahrscheinlich ein sinnvoller Zugang zur Belastung der Athletinnen und Athleten ist. Dann sind wir übereingekommen, dass ein Monitoring der einzelnen Trainingseinheiten, auch wenn das von Sportart zu Sportart sehr schwierig ist, mit Intensität und Volumen Basis und sinnvoll ist und sicherlich auch nicht in der Datenflut überfordert. Und als dritten großen Punkt, und der ist in verschiedenen Sportarten eher schwieriger zu erreichen, haben wir uns darauf geeinigt, dass es doch sinnvoll ist, die trainingsinduzierten Veränderungen zu messen in relativ kurzen Abständen, zum Beispiel von 4 bis 6 Wochen, und die mit bestimmten Parametern sozusagen zu erfassen und zu definieren. Und da fällt einem sowas ein wie Critical Power Tests oder kleine Laktatstufentests oder aber auch natürlich in bestimmten Sportarten Visualisierung der Leistung oder schlichtweg eine kleine Wettkampfleistung, die im Prinzip niederschwellig zu erreichen ist, zum Beispiel im Unterdistanzbereich. Und in Detail geguckt, haben wir dann nochmal geschaut, dass wenn wir solche Variablen wie Herzfrequenzvariabilität nehmen, dass wir uns dann auf wenige einfache Standardparameter wie zum Beispiel das Darstellen der Wolke der verschiedenen Herzfrequenzvariabilitäten oder die Standardabweichung der Mittelwerte wäre, RMSSD. Und so, glaube ich, hat die Gruppe, haben alle drei Gruppen viel diskutieren und viel erarbeiten können und wir sind ein gutes Stück weitergekommen. Mir hat es sehr viel Freude gemacht.